Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg die wildesten Wildtiere, beziehungsweise um den Abschnitt Fallenstelle Jarun, welches sich im Gebiet Sturmheim befindet bei etwa 5746 mit der Weltquest Jaruns Leiter. Und ja, das Team um den zu besiegen sieht wie folgt aus: Ich nehme das Gipfelzicklein mit den Attacken Kauen, Heimzahlen und Stampede. Dann noch zwei Kälber mit den Attacken Wasserjet, Steinhaut und Verprügeln. Ja, dann gehen wir gleich in den Kampf hinein und setzen da gleich Heimzahlen ein und dann auch gleich nochmals. Ist jetzt auch nicht gerade vom Vorteil gewesen, dass ich jetzt hier ja, gecrittet habe. Also der Kampf geht immer eigentlich so los. Also es ist meistens so, dass ihr dann immer so den Gegner etwas um die 700 runterbringt. Also es hat jetzt nicht wirklich geholfen, dass ich jetzt unbedingt gecrittet habe. Ja, die dritte Attacke ist dann hier Kauen und danach Stampede. Und an dieser Stelle, also in der nächsten Runde, stirbt eigentlich das Nebelgespenst immer. Also eben, wenn Kauen durchgeht, sollte das Nebelgespenst immer sterben. Belebt sich natürlich wieder, weil es ein Untotes ist. Aber danach stirbt es hier gleich. Ja, dann läuft dann noch das Gipfelzicklein mit einer Runde Stampede hier nochmals durch. Und danach machen wir sehr guten Schaden mit Heimzahlen. Danach setzen wir nochmals Heimzahlen ein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier nicht ein Ninja-Gipfelzicklein habt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gleichgewichts-Gipfelzicklein habt, dann könnt ihr sogar nochmals durchlaufen mit Stampede, da es mehr Schaden macht. Aber ich habe jetzt eben hier ein Ninja-Gipfelzicklein, deshalb laufe ich hier nochmals mit Heimzahlen. Danach stirbt hier Stixkrebs, aber ja, das ist leider halt, ja, es belebt sich halt natürlich wieder, weil es ein Untotes ist. Ja, da könnt ihr irgendetwas einsetzen. Leider sterben wir hier an dieser Stelle. Und deshalb eben hier die Kälber im Hintergrund, damit wir danach sehr guten Schaden machen können gegen Schnappi. Ja, hier können wir gleich uns mit Verprügeln gegen den Gegner hier wehren. Und danach kämpfen wir einfach weiter mit Wasserjet. Und noch einmal. Und dann ist der Gegner besiegt. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, Jarun ebenfalls mit einem Wildtier-Team besiegen zu können. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.